Und zwar mit der blauen Farbe, wie ihr gerade gesehen habt, weil wir haben ja gerade die Pumpstation dafür aktiviert. Wow! All right, let's get started. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Es ist... Wir sind hier unten und ich würde sagen, wir müssen da hoch. Bin mir aber nicht sicher. Tja, der letzte hat nur blaue Farbe bekommen. Ich hoffe, ja, ich werde es nicht bekommen. Und hier sehen wir noch das Bild von der ersten Portalkanone. Ja. Nett. Wir haben die kleinere Version. Repulsion Gel. So, das ist süßer, weniger giftig. Von Oh. Also sie haben schon mal Pudding da, mit diesem Gel hergestellt und tja, das Zeug, also wenn ich das mal richtig interpretiert und gelesen habe, das Zeug, wenn man es gespuckt hat, das ist dann im Magen ein bisschen rumgesprungen und ja, aus dem Mund raus. Sehr angenehm. Ach. Ja. Kleines Trampolin. Juhu! Jetzt beginnt die Malerei. Oh. Ah, Tür auf, Tür zu. Wir müssen also da. Ja! Nein! So. Ist die Tür offen? Juhu! The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all. Ja, wie du willst. Hier ist leider schon wieder das kleine, diese Soundbar. Das Gespräch einfach zu früh abgebrochen wird. Das ist schade, aber zum Glück hat man ja die Untertitel zum Lesen. Es wäre jetzt dumm, wenn man die nicht eingeschaltet hätte. Würde man noch viel verpassen. Ja, wo geht's lang? Hier? Hier sieht richtig aus. Ja. In layman's terms, it's a billion little gizmos that are going to travel into your bloodstream and pump experimental genes and RNA molecules and so forth. And now, maybe you don't have any tumors. Well, don't worry. If you sat on a folding chair in the lobby and weren't wearing lead underpants, we took care of that too. Zum Glück habe ich keinen Klappstuhl gesehen. Oh, 1953. Das kann man sagen. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Ich würde sagen, können wir uns mal helfen. Nein! Der Film, der muss dann dorthin. Gut. So. Kann ich ihn gleich hier drauflegen? Das? Da muss ich wirklich noch mit auf. Tada! Ja. So, jetzt, wie mache ich das denn? Das ist schon wieder vorbei. Ist die Idee, wo diese da hier? Ah, ach. Klar ist das die Idee. Komm ich? Nein! Oh, so. Ah! Geronimo! Du!
Dum, 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 dum. Yeah. Ja. Nee. Oh, mitgenommen. Hingesetzt. So. Stay. Gut. So, jetzt müssen wir hier runter. Ja, scheiße. Zu wenig an geht's. Nein, nein, nein. Jetzt. Komm schon. Fuck. Mist. Blöd. Ah. Ich mit mir an. Oh. Geht doch. Oh, in case you got covered in that repulsion gel, here's some advice the lab boys gave me. Do not get covered in the repulsion gel. We haven't entirely nailed down what element it is yet, but I'll tell you this, it's a lively one, and it does not like the human skin. Das ist ein toller Tipp. Wenn du mit blauem Gel bespritzt wirst, hier ein Tipp, lass dich nicht vom blauen Gel bespritzen. Den Tipp muss ich befolgen. Doch, doch. Das macht keine Menschenknochen. Na toll. Ich bin begeistert. Ja, da wurde noch irgendwie anders getestet. Aber ich find's cool. All these science spheres are made of asbestos, by the way. Keeps out the rats. Let us know if you feel a shortness of breath, a persistent dry cough, or your heart stopping. Because that's not part of the test. Good news is the lab boys say the symptoms of asbestos poisoning show a median latency of 44.6 years. So if you're 30 or older, you're laughing. Worst case scenario, you miss out on a few rounds of Canasta. Plus, you forwarded the cause of science by 3 centuries. I punch those numbers into my calculator, it makes a half. Oh man. Sie wird ja noch beleuchtet. I like your style. You make up your own rules, just like me. Bean Counter said I couldn't fire a man just for being in a wheelchair. Did it anyway. Ramps are expensive. Ja, Kev Johnson ist eine herzensgute Person. Plutsch. Ups. Das war nicht absichtlich. Hier müssen wir entfernen. So, mal macht einfach Spaß. Au. Hui. Nochmal die blaue Wale. Und wir uns hier platzieren. Und dann das Ganze schön da verteilen. Und dann würde ich doch mal. Sagen. Geronimo! Jaha!
Hast. We gave you earlier had fluorescent calcium in it, so we can track the neuronal activity in your brain. There's a slight chance the calcium could harden and vitrify your frontal lobe. Anyway, don't stress yourself thinking about it. I'm serious. Visualizing the scenario while under stress. Mhm. Verschlimmert noch das Ganze. Toll, wunderbar. Danke, dass du mir das sagst. Das ist abartig. Was die einem so kurz noch alles einpflanzen, einplantieren und einflößt, nur um zu testen, wie es auf dich reagiert. Mhm. Oder du auf das Mittel. Je nach hier. Bin ich toll. Sehr vertrauenserregend. Mhm. Oh. Farbe! Now, if you're part of control group Kepler-7, we implanted a tiny microchip about the size of a postcard into your skull. Most likely you've forgotten it's even there. But if it starts vibrating and beeping during this next test, let us know. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're going to need to go ahead and get that out of you. Mm-hmm. So, was passiert? Quatsch. Okay. Das ist nicht gut. Na toll. Ja. Oh, bitte einmal. Blö. Schanke du. Geschafft. I'm telling them, keep your pants on. Mm-hmm. All right, this next test may involve trace amounts of time travel. So, word of advice. If you meet yourself on the testing track, don't make eye contact. Lab boys tell me that'll wipe out time. Entirely. Forward and backward. So, do both of yourselves a favor and just let that handsome devil go on his bit. This is... ja. Es wäre jetzt doch noch geil, wenn man seinem zweiten nicht begegnen würde, oder? Aber die Farbidee finde ich extrem... oh, das war extrem genial. Wieso öffnen einem so viele Möglichkeiten? Vor allem mit der dritten Flüssigkeit. Da kann man spielen. Das ist nicht mehr schlecht.